Wir töten dich, du bist AFK. Ja, oder er ist selber Imposter. Der Feind! Am Ende ist er jetzt Imposter. Nee, ich. Oh mein Gott. Wenn er wirklich Imposter ist, der Feind! Wenn der wirklich Imposter ist. Ganz klar. Fress ich einen Besen. Ich hasse diese Karte. Ich auch. Ich lasse das manchmal einfach weg erstmal. Ich bin einfach Knossi jedes Mal bei der Aufgabe. Oh mein Gott, Elektriker. Ah. Danke schön fürs Töten, fühle ich. An die Person, die mich getötet hat, wegen dir habe ich jetzt dieses scheiß Simon and Sales verkackt. Jetzt muss ich das zum dritten Mal ineinander machen, weil ich das die ganze Zeit verkackt habe. Herr Nils, bist du gewendet? Nein. Wo bist du dann hin? Ich war bei... Zuerst war ich bei Electrical, dann bin ich nach rechts weitergelaufen. Ich hab den Körper in einem linken Raum gefunden, keine Ahnung. Tor. I don't know, room name. Egal. Also ich bin jedenfalls nicht gewendet. Ich hab dich in Electrical gesehen, dann habe ich diesen Regler hochgeschoben, dann warst du auf einmal weg. Nein, man kann schnell laufen. Oder wenden. Also, Roxy, du warst nicht gerade oben links beim Reaktor. Nee. Ja, da habe ich dich halt gerade gesehen. Das ist komisch. Oben links. Hä, jetzt bei der Upper Engine oder direkt im Reaktorraum? Vorm Reaktorraum habe ich dich jetzt gesehen. Ja, doch, das kann schon sein, ja. Aber ich kann auch in den Schacht, weil ich bin Ingenieur. Und deswegen bin ich da reingegangen, weil ich dachte, Nils hat gewendet und ich wollte hinterher, um zu gucken, wo er hin ist. Und dann kam aber schon das Reportdings. Wie viele verschiedene Rollen gibt es? Ich verstehe es irgendwie. Vier. Vier Special-Sachen quasi. Ah, okay. Die sind aber erst kürzlich hinzugekommen. Ja, ich kann nur dieses... Ja, ich habe das mal vor, keine Ahnung, irgendwann einfach überspringen, keine Ahnung, was jetzt los ist, aber keine Ahnung, wo das Spiel mal rauskam, habe ich, glaube ich, auch mal gezockt. Ja, die neuen Sachen sind neu. Also der Shapeshifter bzw. Formwandler kann sich als Imposter halt in eine andere Person verwandeln. Aber das ist ja alles neu, ne? Also... Ja, genau, das ist neu. Der Wissenschaftler hat so ein Tablet, damit kann der quasi die Lebensanzeige sehen von allen und sieht halt quasi, egal wo der ist, ob jemand stirbt. Wenn er dann da gerade drauf guckt. Den Schutzengel hatte ich noch nie, kein Plan, wie man das macht. Da kann man irgendwie Das ist immer der Erste, der stirbt. Der kann jemand für eine kurze Zeit beschützen, also ist er ein Mortal. Ja, und der Ingenieur kann quasi wie der Imposter die Schächte benutzen. Ja. Schon wieder. Simon Says ist der größte Kacke. Okay. Ein kleines. Ich muss jemanden verteidigen. Roxy, verteidige ich? Alles klar. Ja, wir haben uns gerade oben getroffen. Dann bin ich der Meinung, dass es Mellowmane ist, weil das Problem ist, Lisardo hat Lisardo getötet. Das klingt nach absolut Self-Report, wenn du das gerade so sagst. Du schiebst es direkt auf jemand anders, obwohl Roxy mich gerade gesehen hat, wie ich gerade nicht dahin. Wo, Celion, wo war Nilsis Leiche? Im Admin-Raum. Nee, so schnell läuft man nicht. Wir haben oben links die Kabels gemacht. Sorry, war ich nicht. Also wir haben einfach gar nichts durch. Oder es war gerade Certix und der will gerade einfach nur so ganz entspannt sein. Was?
Nix. Also ich wollte oben links in Cafeteria die Kabels machen. Hört man eigentlich irgendwas doppelt? Ich habe gerade Handybus laut. Nö, alles gut. Also ich würde darauf tippen, nach dem Verhalten gerade Self-Report. Was ist Self-Report? Wenn du killst und meldest. Ja, und dabei eine Geschichte ausdenkst, weswegen jemand das sein könnte, damit die Leute glauben, dass es man sei. Okay. Ja. Was wähle ich jetzt? Was mache ich jetzt? Das ist dir überlassen. Deine Menschlichkeit ist da gefragt. Ob du jetzt sagst, weil er mich jetzt gerade verpfeifen, weil er... Na, verpfeifen ist ein schlechtes Wort. Weil er jetzt gerade sagen wollte, dass ich es bin. Er bezichtigt quasi Lila... des Mordes. Ja. Also. Das könnte aber auch fertig sein. Aber wenn es jetzt... Ja, war, dann wäre es ja eh geklärt. Scheiße. Das sind aber ja voll die easy Aufgaben, die man machen muss. Punkte. Deswegen entschuldige mich. Ich entschuldige mich. Alles gut. Wer ist weg? Wer ist weg? Oder da? Ja, ich mache noch eine Runde, dann bin ich weg. Oh no. Warum bist du weg? Cool oder wie? Nö, ich habe morgen frei, aber ich bin müde und eigentlich bin ich schon längst am Pennen. Ich wäre vor einer Stunde schon schlafen gegangen, als wäre ich schon längst im Bett. Weil ich früh um 5 aufstehen muss und um 6 zur Arbeit laufen muss. Let's go. Ich glaube, mein Internet kackt ab. Geschichte nutzen. Cool. Hört ihr mich noch? Ja. Ich höre dich noch. Irgendwas hat gerade geleckt, als wäre ich gerade kurz abgecuttet oder so. Schutzengel! Ich schütze Rox. Hey! Hi. Nein, nicht Nils! Ich war bei Roxy. Das stimmt. Ich bin sein. Ich habe mich eben auch noch gesehen. Ich wollte gerade Waffen betätigen. Ja, also Pink, also hier, Gay war auch bei uns. Ja, ich kam von links, ich wollte das Licht anmachen. Also ich bin Scientist. Also es ist quasi Sedian oder mal Mello. Ja. Ich wollte gerade Button drücken gehen. Warum wolltest du den Button drücken gehen? Weil ich Scientist bin, ich hab's gesehen. Ich hab gesehen, dass jemand gestorben ist. Deswegen wollte ich Button drücken gehen. Na, ich weiß doch nicht, wo er gestorben ist. Sonst wo ist er denn gestorben? Das weiß ich nicht. Hätte er nachgucken können. Das habe ich auch immer gemacht, obwohl immer jemand anderes dann gedingst hat. Problem ist, wenn ich jetzt zum Beispiel hingehen würde und den dann finden würde und dann jemand neben mir kommt und mich dann reporten würde und sagen würde, ja... Ja, dann kannst du ja sagen, dass du Scientist bist und du gesehen hast, dass jemand gestorben ist. Wo ist Nilsi gestorben? Ich will Kerzen aufstellen. Unten rechts auf der Karte. Ja, wie gesagt, also Certix und Gay waren mit mir bei Elec. Nee, entschuldige mich auch, dass ich jetzt gar nicht die Leiche gesucht habe. Ich würde halt wirklich nur einen Button drücken und das Bescheid geben.
Ruhe in Frieden, Nilsi. Entschuldigung. Oh mein Gott, ich muss sie beschützen. Wenn jemand kommt und sie töten will, da scheiße ich mal heute auf meine. Oh nein, das hält nur für 50 Sekunden. Dieser Doc-Tipp läuft mir aber auch völlig hinterher. Hm. Scheiße. Nein. Ich hab versagt. Okay, GG. Ich könnte jetzt ganz kurz Instance in Sass machen. Meine Frage, André, warum bist denn du von der Leiche weggegangen? Hä? Was für? Ich war nicht mal dort. An irgendeiner Leiche. Okay. Wer ist André? Yeah. Ach, sorry. Geh. Sorry. Dann mach ich jetzt mal nur. Also, das ist die Leiche gefunden. Ja, du bist Roxy gefolgt. Es kann auch sein, dass Shapeshifter war. Ich bin mir da unsicher. Und Roxy gekillt hat. Und dann weggewendet. Ich hab dann ganz rechts eine Quest gemacht. Ja, jetzt wer? Wo hast du die Leiche jetzt gefunden? Unten. Unten rechts. Unten rechts, da wo auch die Schiene ja. sind. Ich hab auch Tour gemacht, da bin ich gleich nach ganz rechts da gegangen und wollte diese Quest machen, wo man den Kack da rumschieben muss. Die Rakete okay. da. Okay. Komisch, weil du bist genau Roxy hinterhergedackelt, deswegen war ich mir gerade unsicher. Ja, ich wollte gucken, wo sie hinläuft, dann bin weil ich dann zu meiner Quest gegangen. Zertex hätte mich tatsächlich killen. Ich schwöre auf meine Arschhaare, dass ich denn diese Quest gemacht habe. Was war? Na, Zertix, du hättest mich ja killen können zu dem einen Zeitpunkt, wo ich ja alleine mit dir stand. Außer ja, aber ich bin kein Imposter. Ja, also du bist es natürlich selber. Das hätte, also dann hätte mich Gay auch ertappen können. Letzten Endes. Ne, theoretisch nicht, da hätte ja auch ein Self-Report sein können, weil ich weiß, wusste ja auch, dass du dann dort bist und dann wärst du bist safe runtergegangen, hast ihn gekillt und wolltest auf mich rausschieben. Aber sag mal, ich denke jetzt erst hast, so wie du es gerade sagst. Sag mal, Kingdom, wie war denn das bei der ersten Abschaltung von diesem ersten O2-Ding? Warum hast du denn da so lange gebraucht? Hä? Ich war übel schnell. Übel schnell? Ich hab das ausgeschaltet, nicht du. Hä? Das links meinst du? Ja. Hä? Da warst du nicht mal. Da war Zertrecken, hat er diesen Warriors gemacht. Ich hab's ja gar nicht gesehen. Der Code war 9 ja. und 2x7 und so ein Quatsch. Oh, fegt euch doch. Und tschüss. War meine Theorie richtig? Ja. Das ich Gespräch. War jetzt echt unsicher, ob halt Safe Repost oder. Ja. Hätte ich aber dich gewonnen. Ich hab so lange gebraucht dabei. Das war so komisch. Was für lange? Du hast so lange davor gehangen und hast das nicht abgebrochen. Ich hab das nicht verstanden, warum. Das war das Einzige, was mir jetzt Sinn kam. Starte. Ja, bin dann weg. Goodbye. Ohne Kack. Tschüss. Mach's gut. Schönen Abend noch. Yeah. Schönen Abend noch. Was denn? Das war Riff. Vor allem, ich war als erster gestorben. Das war auch lustig. Nils. Was? Wer ist einfach abgestorben? Wir sind immer nicht mehr so schnell.
Weiß aber gar nicht, wie lange ich heute mache. Das ist... Ja, Celion hat Suizid begangen. Also, in Elektrik liegt Celion, aber Celion ist mir entgegengekommen. Und ich bin gerade auf dem Weg dorthin gewesen, ich war gerade da unten. Direkt durch den Eingang durch schon. Also, ja. Celion war's. Der hat sich selbst getötet. Genauso wie ich selbst getötet wurde bei der Hinrunde. Ja, ich werde auch immer von mir getötet. alles klar. Die Frage das ist, wer war da? Ja, ich habe niemanden gesehen. Ich habe meine Karte durch den Schlitz gezogen und bin dann da runter. Die Karte hat ein bisschen besseren IQ als wir. Er ist meistens so 10 Schritte vor uns so gefühlt. Außer er wird gerade gekillt von jemandem. Immer werden meine Freunde gerippt. Gerippt. Aber ich kann auch nicht sagen, ich bin erst gerade reingekommen und da habe ich den auch schon rauslaufen sehen. Den Doppelgänger. Okay, schade, dass man nicht Celion wählen kann. Der ist tot. Was bedeutet eigentlich, was mir aufgefallen ist, er hat an seinem Symbole sind so Flügel, was bedeutet das? Das bedeutet, er ist ein Schutzengel geworden, weil er zuerst getötet wurde. Oh. Was ja, bringt dann, das? Dann müssen wir skippen. Er kann jetzt jemanden für kurze Zeit beschützen. Das hält beschütz aber mich, beschütz mich! Gucken. Okay, bin mal gespannt, ob er das macht Rande oder bemerkt, nicht. Ich kann nicht mal irgendwie beschützen, weil ich nicht mal weiß, wer es überhaupt ist. Ah, Meteorik. Ja, stimmt, du wurdest ja von dir gekillt. Was hab ich getan? Hi. Okay. Ich muss jetzt. Ich hab mich gerade nochmal gesehen. Oh, okay, wir wissen. Ich stand am Simon's Says und dann bin ich links ins Bild gelaufen und bin wieder rausgegangen. Böse, ich vermute, Celion hat mein Says gerettet. Ja, nein. Das Problem ist, Zertex muss ich in Schutz nehmen, Roxy muss ich in Schutz nehmen, Lizardo ist es aus dem Grund, ich bin gerade bei allen drei vorbeigelaufen und ich habe Lizardo nicht gesehen. Lizardo ist der Imposter, der hat sich geshapeshiftet in Roxy. Sorry, so blöd wie es klingen mag. Weiß nein. Aber Doch. Ich war gerade Schnüre verbinden. Wo? Warte mal, wo? Electrical, glaube ich. Da bin ich gerade vorbeigelaufen. Oh. Irgendwo in der Nähe war es. Das war eines der Schnurtasks, also der Leitungstask. Ja, bei Electrical ist aber nur das andere wäre ja oben in Storage oder dann Security erst wieder. Electrical, da gibt's auch ein Vent. Wohin geht da alles? Medbay und Security. Also Medbay wollte ich auf jeden Fall nicht. Das klingt plausibel. Wenn er gerade sagt, er war bei Electrical, dann könnte er gewendet sein zu Medbay und könnte sich dann zu Roxy und könnte da runtergelaufen sein. Ja. Weil...
Check einfach 0. War nicht in den Vents dafür, also hätte nicht in den Vents sein können, dass er so schnell wieder zu Roxy kommt. Also es kann auch sein, dass ich gerade meine These komplett in die Luft schieße und einfach komplett daneben schieße. Aber ich bin der festen Überzeugung, Lizardo ist es durch die Vents. Durch die Vents, geschiftet und ist dran vorbeigelaufen. Jetzt liege ich falsch und ich bin am Arsch. Du bist am Arsch. Ich hab das doch nur so eiskalt gesagt, so, du bist am Arsch. Was ist jetzt? Entschuldigung. Lizardo, ich entschuldige mich für alles, was ich gerade gesagt habe. Kein Problem. Ich war so hart, Zeit, mir so leid. Aber, okay, dann entschuldige ich mich auch dafür, dass ich Zertix in Schutz genommen habe. Dann ist es, aber wie zur Hölle? Wie ist also, Zertix? Also ich schwöre auf meine beiden Hunde, ich habe mich doppelt gesehen. Also ich habe dieses dreckige Simon-Dings gemacht, hab's verkackt. Musste da länger stehen und dann kam ich ins Bild gelatscht. Zertix, du musst mir bitte mal einen Gefallen tun. Wie bist du aber dahin gekommen? Du, was denn, hä? Wie bist du an ihr vorbeigelaufen, obwohl du ganz weit weg warst von mir? Da gibt's keine Vents dahin von da hinten. Du hast dich geshapeshiftet? Ich hab mich geshapeshiftet. Am Ende ist es Kevin. Nee, ich weiß, ich bin zu ihr gelaufen, hab mich davor geshapeshiftet, hab sie versucht zu killen, du hattest sie im Schutz und ich bin dann sofort runtergelaufen. Ja, ich hab gerade gesaved, weil ich dachte mir so, ich weiß gar nicht, wen ich beschützt soll. Dachte mir so, der Einzige, wo ich weiß, wer es nicht ist, ist Roxy. Also oh. In dem Moment kam Roxy Nummer 2 und ich denke mir so, oh. Ich hab's doch gesagt! Ja, ja. Ich hab's gesagt, du hast mein Ass gesaved. Aber das hält ja nur ein paar Sekunden und ich dachte mir so, ja, aktivier's lieber jetzt. In dem Moment, wo ich nochmal reinkam, wusste ich, okay, jetzt bin ich tot. Und dann war ich aber nicht tot. Und dann stand da halt, dass jemand beschützt wurde. Und dann war mir alles klar. Es wäre so ein geiler Move aber gewesen, wenn wir alle von uns selber getötet worden wären. Nicht mal nicht böse, Lazaro. Du musst aber lassen, dort wo du lang, wo deine Vents hingegangen wäre legitim gewesen, sogar wie ich es gesagt hätte. By the way, ich wusste ja bis zum Schluss nicht, wer es ist und ich dachte sowas davon, dass es Kevin ist. Du hast einen nach dem anderen beschuldigt. Ich dachte, du bist. Ich beschuldige nicht ohne Grund, weil eigentlich hätte ich wirklich darauf getippt, Lizardo. Lizardo hat eigentlich, ist eigentlich nicht mal so schlecht in Outsmarten von Leuten. So. Und dann? Zertix, weiter. Was? Weil er ist so lost. Ihn verdächtigt einfach keiner. Ja, dann müssen wir mal fast alle. Wir teilen unsere Einhornmagie. Ja. Oh, ich konnte kein Antwort mehr sein. Tut mir leid, dass ich lost bin. Das sieht so witzig aus. Was? Ich kann nichts dafür. Ich hab gar nichts gemacht, gar nichts, nur eine Bier getrunken. Wisst ihr, woher das Meme kommt? Das ist eigentlich richtig traurig. Von dem Typen, der im Krankenwagen gelandet ist, ja. War es das? What? Ah, ich brauche noch einen bei mir, bei diesem Generator-Dings für Handabdruck. Ich kann auf jeden Fall verzichten. Nein! Macht da gerade jemand? Oh, das sind alle. Hä?
So, Schacht geht jetzt mal nicht mehr. Die sind alle wahrscheinlich mit Scan beschäftigt. Ja, da kann ich jetzt hier hin. Okay. Meine Einhornmagie geht in die Maschine über. Leute! Okay. Bin mal gespannt, was es wird. Was schon wieder? Nein! Cool, weißt du was? Er hat den Körper gefunden bei Cockpit. Also entweder ist gerade jemand gut gewendet oder gerade ein Self-Report gemacht. Ja, also ich kann nur sagen, dass Melo safe ist, weil der war gerade bei mir. Ja, und das Problem ist, Lizardo war gerade bei uns. Ja. Ja, den habe ich auch gesehen. Also ich bin gerade hochgelaufen, wollte im Cockpit die Aufgabe machen, da habe ich den Körper gesehen. Ich hab gar nichts gemacht. Ich kam von Müll machen. Keine Ahnung, ich bin oben erst gewesen, dann runter und dann hoch zu Cockpit. Cafeteria. Bei Cafeteria ah? Kann man auf jeden Fall Müll machen. Ja, keine Ahnung, oben in diesem Office, also Sammelraum habe ich einmal, dann bin ich runtergelaufen, da gibt es ja noch eins, da hat der Pfeil hingezeigt und dann bin ich nach oben zum Cockpit, weil ich auf der Map geguckt habe, ja, dann lag Roxy da. Delion, wen glaubst du? Ich bin mir unsicher, ich weiß es nicht. Ich weiß es auch nicht. Also tatsächlich würde ich sagen, Self-Report Certix. Er ist halt immer so der mysteriöseste immer. So, er ist halt so ein übelster. Ich meine, wenn ich wieder der Imposter wäre, würde ich eher wirklich versuchen, wieder auszureden. Ne? Aber ich meine, wenn ihr mir nicht vertraut, weil ich Imposter gut bin. Aber nee, ja, so ist okay. Aber. Warte mal. Weißt du was? Celion. Wir müssen erstmal die Geschichte von Lizardo wissen. Ja, meine Geschichte sagt, ich bin gerade beim Scan gewesen. Warte, was? Also ich bin vom Scan aus direkt runtergekommen und bin dann auf euch getroffen und bin dann nach rechts weitergelaufen. Warte, das macht gar keinen Sinn. Hä, bist du über Cafeteria also gelaufen? Hä? Das macht keinen Sinn. Dann habe ich dich aber gar nicht gesehen, Lizardo. Dann weil ich... I'm an Engineer, Babe. Hä? Also es macht von links, also okay, wenn du ein Ingenieur bist, irgendwie denke ich Self-Report. Celion kann es nicht sein. Nee, wir waren ja die ganze Zeit auch zusammen. Ja, ich sage jetzt einfach Certix. Im schlimmsten Fall, man kann ja immer noch schneller den Button drücken, dass Lizardo ist. In der aller schlimmsten Fall. Der Kill-Timer ist niedrig, ich weiß es jetzt gar nicht. Der Kill-Timer ist bei 30 und der Button-Ding ist 20. Wow. Also du sagst Self-Report. Ich kann es mir aber auch vorstellen, weil wenn wir alle so ziemlich in der Mitte oder so waren, ist es eigentlich nur logisch. Jetzt kommt Lazaro, wir haben uns gerade nur getrollt. Was? 20 Punkte, Gigaduk-Nummer. Oh no. Alter, so mies. Wir sind aber auch echt nicht helle, ne? Weil die Route hat eh schon nicht gepasst. Und ja, anstatt wir dann... Ja. Sorry, Certix macht uns aber sehr, sehr viel Pipine-Augen. Da müssen wir uns leider auch verteidigen. Ich meine, ich sag ja nichts. Das ist ja... Alter. Ja. It is what it is. It is what it is. Man kann nicht immer gewinnen. Alter. Vor allem.
Das Problem ist. Ist nicht euer Ernst, oder? Doch. Kevin, so ich gut. beschütze dein Leben nie wieder. Ja. Ja, er wollte ihn töten, aber es hat nicht funktioniert. Oh mein Wirklich Gott. Wirklich nie wieder, Kevin, beschütze ich deinen Arsch. Ich hab das doch nicht gewusst. Das Ding ist, ich hab doch gesagt, da stand noch Fettner, ein Schutzengel hat jemanden beschützt. Und dann du, nö, Celeon, ist es nicht. Ich hätte am liebsten durch den Rechner gelangt. Ich hab mir ein Alibi geholt und Melo war auf einmal mein Best Buddy, mein Kumpel. Das musste ich halt dann durchziehen. Oh. Ja, aber wie zur Hölle? Er hätte mich doch locker so oft töten können. Einmal ja, wo er dich töten wollte, hab ich dich beschützt. Und dann war der Cooldown, dann musste er warten. Genau, dann hat ja hier der andere die Leiche gefunden, aber ich war ja mit dir die ganze Zeit zusammen, deswegen dachtest du, ich bin's nicht. Aber ich hatte Roxana schon lange getötet. Schon lange her. Als sie vorhin Schutzengel war, habe ich beim Beschützen versagt. Ja, hör mal. Ich entschuldige mich zehnfach dafür. Aber woher soll ich das wissen? Sorry, erstmal ohne böse zu sein. Wenn es ein von euch passiert wäre, hättet ihr genauso reagiert. War aus dem Grund, Celeon ist mir die ganze Zeit gefolgt, ohne mich zu töten. Ja, aber ihr müsst auch gucken, ob da steht, was der Schutzengel gemacht hat. Weil dann wäre es so logisch gewesen. Er war die ganze Zeit bei dir und der Schutzengel muss jemanden beschützen. Das heißt, zwei müssen zusammen sein. Yep. Erfülle deine Aufgaben. Super, ich bin wieder Solo-Camp. Was ist das Leben Dingens? Was kann ich damit? Kann ich einen wieder... Drück drauf, dann siehst du. Ja, ich weiß nicht, ob er Ingenieur ist, aber Lila ist gewendet. Und dann ist er plötzlich wieder aufgetaucht, ist mir hinterher gerannt. Oh oh. Ingenieur, wirklich jetzt. Und das macht sich tatsächlich ein kleines bisschen verdächtig in meinen Augen. Sogar extrem verdächtig eigentlich, aber. Du kannst mich gerne rausworten. Aber ich sag dir so, wie es ist. Du hast nur einen Ingenieur rausgeschmissen in dem Moment. Ah gut, ich hätte noch einen Ingenieur rausschmeißen können. Warum läufst du jetzt dann hinterher? Ja, warum läufst du mir hinterher? Du hättest auch weglaufen können und dann irgendwo anders weitermachen können. Hätte ich, aber dann hättest du ja noch mehr Angst bekommen, weil ich ja von dir weggehe in dem Moment. Und du denkst, ich bin so blöd. Und denk darf also, ich ehrlich sein, wenn ich Ingenieur wäre, ich wäre einfach weggerannt. Hä, hey, ja, als Imposter wäre ich doch hinterher, um den Mund tot zu machen. In dem Fall... Das hat sich tatsächlich in meinen Augen ziemlich sass angefühlt. Sass. Du sass. Amogus. Geil, Engineer raus. Sayonara. Ja, du kannst den Task auch als Geist machen. Ich glaub's nicht, dass ich mich gehört habe. Kann ich ihn jetzt wiederbeleben? Nein. Nein, er bleibt leider tot. Also. Ach, man darf gar nicht in-game reden, oder? Sowas. Ah, den überall. Gut. Security ist so ein Fokus-Dingsbums. Warum ist das so? Beides wegen wahrscheinlich. Ah!
Was ist jetzt oh, wieder los? Bei Simon es ist Lizardo. Ich habe ihn gerade shapeshiften sehen. Was? Nee, stimmt gar nicht. Es wurde in Lizardo geshapeshiftet. Es wurde in mich geshapeshiftet. Wer war das? Ich konnte es ehrlich gesagt nicht sehen, aber es hat jemand in deinen Charakter geshapeshiftet. Ich habe das gerade verwandeln sehen in dem... ich weiß nicht, wie der Raum heißt. Ich kann die Map gerade nicht öffnen, aber... Es kann entweder nur Cylian oder Roxy sein. Ich habe nicht gesehen, wer es war, ehrlich gesagt. Die andere Frage ist, hast du vielleicht dieses Verwandlungsei oder so gesehen, oder... Ja, ich habe dieses Ei gesehen und dann ist dein Unicorn gekommen. Wie sah der Raum denn aus, wo das war? Gute Frage. Krankenhausmäßig? Das war unten auf jeden Fall. Ich glaube, wenn du von dem, also ich bin von dem Aufenthaltsraum, glaube ich, von unten oder von links gekommen. Ich weiß nicht mehr so genau. Aber da war so ein Raum. Warte. Nilzi, wo warst denn du? Ich war gerade beim Scan gewesen und dann war ich auf dem Weg nach Electrical. Warst du zwischendurch kurz in Security drin? Ja, ich war dann ganz kurz in Security, beziehungsweise davor. Ja, aber Electrical? Darf ich mal ganz kurz, hier, ZX mal helfen? Ja. Ja. Von unten nach oben, er hat in der Cafeteria sich verwandelt. Unten. Leicht unten an der Cafeteria, hat's gesehen, habe Schutz gegeben. Deswegen bist du auch nicht direkt verreckt. Ach so, ich habe mich schon gewundert, wie bin ich nicht gestorben, weil ich Probleme hatte mit dem Knopf, weil ich nicht gecheckt habe, wie das geht. Alles gut. Ich hatte schon so eine Befürchtung, deswegen habe ich es gemacht. Ah, deswegen ist er auf einmal weggelaufen. Ja, nice. Na, da bin ich manchmal. Also ich hätte es gut gefunden, wenn du gesagt hättest, wo es gewesen ist, also in welchem Raum, aber... Uff! Ja, ich weiß die Räume, wie gesagt. Ich kann es ja quasi verraten. Hey. Gut gemacht. Das Ding ist, ich wollte ihn gerade töten, aber du hast ihn gesaved. Ja, weil ich wusste, dass du ihn gleich abschlachten wirst. Ja, der sollte ja nicht zum Button gehen. Er wollte zum Button gehen, nur er hat sich hinbekommen, weswegen ich ihn gesaved habe. Ich wollte vor dem Button abstechen. Ja, und deswegen habe ich ihn gesehen, weil ich wusste, er bestraft sich schnell genug. Du hattest, eigentlich hätte er mich nicht gesaved, hätte es mich easy.